Servus, meine Lieben, unsere Lieben, willkommen zurück bei Portburg Modellbau. Und zwar, da es ja doch viele interessiert, viele es verfolgen, viele es angucken, also schon mal dafür, ihr seid die Besten, vielen Dank. Aber dass es doch so viele interessiert und so viele Nachfragen gibt, sprachlos. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal weiter mit unserem roten Baron von De Agostini. Vom Jahre 2004 war das, glaube ich. Ja, ist ja auch wurscht. Da gab es ja viel Interesse, viele Fragen. Wann geht es weiter? Und ja, wir haben ein paar Modelle dastehen. Tut mir leid, wenn es da nicht so funktioniert. Gerade mit Familie, Haus und sowas ist manchmal ein bisschen schwierig, aber. Es soll weitergehen, wie versprochen. Und ich habe schon mal die Ausgabe 11 bereitgelegt. 12, 13, 14 liegen hinter mir. Mal gucken, wie weit wir es schaffen. Wir gucken erstmal rein, was wir so an Teile bekommen, weil ich habe schon ein bisschen geluschert. Ich habe schon mal ein bisschen vorbereitet, damit ich euch mehr zeigen kann. Ja, ich würde sagen, ihr kommt dichter und nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Ihr Lieben, Bauphase 11 soll Thema sein. Wir bekommen Bauteile, ein Stück Holz, was ich in dem Fall schon zugeschnitten habe, mit so einer Schablone. Das erkläre ich euch gleich. Also eigentlich bekommen wir ein Stück Dachlatte. Wir bekommen wieder 5 Essstäbchen. Und wir bekommen so eine Verstärkungsplatte, nenne ich sie einfach mal. Ja. Die bekommen wir. Das war es mit den Bauteilen. So, und jetzt mal zu der Dachlatte. Das ist eigentlich, ja, was weiß ich, fünfmal, wie lang war das jetzt? Ich glaube 30, 35. Und dazu gibt es so eine Schablone, die wir uns ausschneiden müssen. Also die sieht jetzt so aus. Und im Blatt Papier sieht sie halt so aus. Das Doofe dazu ist, die gibt es erst ab Bauphase 14. Deswegen habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe mir in der Ausgabe 14, habe ich mir das Blatt, die Schablone rausgesucht, habe sie schon mal ausgeschnitten, habe sie provisorisch mit Klebestift hier drauf geklebt und habe es dann ausgeschnitten entlang der Linie. Das habe ich schon mal vorbereitet, damit ich mal gucken kann, wie das so bei dem ersten Stück funktioniert. Und den Rest machen wir natürlich zusammen. Tja, aber wie gesagt, ist doof, wenn du bei Ausgabe 11 bist und du kriegst die ganzen Schablonen erst in Ausgabe 14. Tja, deswegen habe ich schon mal die Ausgabe 14 aufgemacht und schon mal die Schablonen rausgesucht, die wir für die Ausgabe brauchen. Nicht, dass wir hier ein Stückchen jetzt ins Modell ankleben und dann warten müssten, bis Ausgabe 14. Da ist, das ist ein bisschen doof gemacht, gerade wenn der Abonnent da warst. Tja, schade. Aber naja, soll uns nicht stören, wir haben ja alles hier. So, wir gucken mal ins Heft zuerst rein. Hier geht's. Die belgische Militärfliegerei. Darum geht's. Dann geht's um James McCutten. Was ich ausgesprochen habe, keine Ahnung. Der Kriegseintritt des japanischen Kaiserreichs. Darum geht's. Geht weiter um den Ersten Weltkrieg. Dann haben wir wieder die Flugschule. Der Einstellwinkel. Nicht schlecht. Und dann soll es auch schon losgehen mit der Bauanleitung. Und dazu brauchen wir das Modell. Also stelle hier mal ein bisschen was um und bin gleich zurück. So, ihr Lieben, wir haben unser schönes riesiges Modell mal hierher geholt und genau hier, wo wir jetzt noch die freie Lücke haben, soll unser Ersatzteil angebracht werden. Natürlich machen wir zuerst mal hier eine Passprobe und es passt wunderbar. Könnt ihr noch mal gerne die andere Seite probieren, ob das besser passt. Ja, so passt sogar noch ein Stückchen besser. Und so kleben wir das jetzt
Ja, ein. Ja, ein bisschen auf der Kante. Hier ein bisschen. Hier ein bisschen und hier ein bisschen. Und ich sehe, es war bestimmt falsch, war klar. Wir kleben natürlich die Innenkante. Deswegen schmieren wir das hier innen mal ein bisschen ein. Weil außen bringt uns überhaupt nichts. Deswegen von innen hier ein bisschen was rein. Und natürlich von der anderen Seite. Und ein bisschen hier oben drauf. Weil das Ganze natürlich hier so reingesteckt wird. So, haben wir. Dann machen wir hier mal zwei Klemmen dran. Und drücken das natürlich zusammen, damit er schön in Ruhe geschmeidig trocknen kann. So, sieht dann so aus. Wir entfernen in der Zeit den überschüssigen Kleber, den wir natürlich nicht brauchen. Gucken mal von unten. Ja. Nehmen wir uns einen Pinsel mit ein bisschen Wasser drin. Und schmieren den überschüssigen Kleber etwas ab. Geht mit etwas warmem Wasser, also recht gut. Treffen auf der anderen Seite. Wunderbar. Schmiert das immer noch so ein bisschen in die Ecken, da wo kein Kleber dran kommt. Da kann das schön in Ruhe trocknen. So, stellen wir erstmal an die Seite. Als nächstes kommt das jetzt praktisch mit der Schablone. Hier seht ihr mal die Bauanleitung. Also hier sollen wir die Schablone ausschneiden. Dann soll sie mit Klebestift aufgeklebt werden, ausgeschnitten werden. Also aufgeklebt und ausgeschnitten. Den Klebestreifen, hier sind wir, da, den Klebestreifen wieder abziehen und dann soll das Ganze aufs Modell geklebt werden. Das machen wir jetzt, da ich ja das Teil schon vorbereitet habe. Hier seht ihr es, da ist es schon vorbereitet. Und das gute Teil soll jetzt hier auf die linke Seite und da habt ihr genau die Form, wie das hier mal später draufkommen soll, beziehungsweise machen wir das jetzt. Ich würde sagen, ich mache euch mal ein Stückchen höher und ja, dann seht ihr bestimmt alles besser. So, ihr Lieben, jetzt guckt mal, jetzt seid ihr doch ein Stückchen höher, jetzt könnt ihr hier schön oben drauf gucken. Also, wir gucken mal, ob das Ganze hier so passt, wie das soll. Dass so hier in die Position so passt. Ich meine, wenn hier unten noch irgendwas nicht stimmen sollte, können wir das immer noch abschleifen, wenn das dann ans Modell geklebt wird. Also keine Sorge. Also das passt wunderbar. Und so werden wir das jetzt natürlich auch ankleben. Dazu machen wir hier vorne mal etwas Kleber dran. Und dann schön großflächig hier, wo es später mal halten soll. Mal hier noch etwas Kleber drauf und hier so ein paar vereinzelte Punkte, weil das muss mal ganz gut halten. Hier werden ja dann irgendwann die Flügel oben und unten drauf sein, deswegen kann man hier ruhig auch hier oben auf die Kanten, ich meine, was zu viel ist, können wir dann eh wegputzen. Also hier braucht man mit Kleber absolut nicht sparen. So, dann wird es hier vorne drauf gesteckt. Da hinten dran, da dran und schön in Position. Auf jeden Fall müssen die schön hier oben bündig abschließen. Und dann das Ganze mit Klemmen fixieren. Ich fange jetzt hier erstmal mit der an.
Das Gute ist, jetzt haben wir es hier schön, wie sagt man, eben. Und da können wir hier schön die Zangen schön dran peppen vorne hin. Da brauchen wir auch nicht sparen. Da können wir ruhig hier 25 können wir hier dran stecken. Doof, ich habe jetzt gerade letztens Titanic-Teile bemalt, die Gussteile, und da habe ich die ganzen Zangen verwendet. Deswegen muss ich die mal hier hinten wieder vorholen alle. Und an das wunderschöne rote Baron-Modell klemmen. So, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, mehr hat die sogar nicht. Aber das ist nicht schlimm. Ich denke doch, dass das so, wie das jetzt aussieht, funktionieren sollte. Aber größten Not hätten wir noch ein paar kleinere. Nein! Wir haben zu meinem Geburtstag ein wunderschönes Paket von meinem Freund, von unserem Freund Florian Weiland erhalten. Da haben wir zum Beispiel auch ein paar große Zangen drin. Vielen Dank dafür, Florian, mein Lieber. Die sollte doch perfekt hier vorne hinpassen. Na, guck doch. Die packen wir hier vorne mit dran. Da haben wir schon wieder eine Zange mehr. Der Rest müsste reichen. Dann müssen wir natürlich aufpassen, dass das alles wieder hier schön bündig ist hier vorne. Wenn nicht, ein bisschen noch nach vorne schieben. So sieht das wunderbar aus. Und ganz wichtig, trocknen lassen. Hier ist noch die Geburtstagskarte, die lese ich nicht vor. Das ist privat. So ihr Lieben, das würde ich sagen, tue ich an der Seite und wir gucken mal in Ausgabe 12 rein, was wir machen können. So, meine Lieben, Bauphase 12. Wir gucken mal, was wir Schönes an Teilen bekommen. Ich sehe schon wieder viele, viele Dachlatten. So, da kann ich euch gleich mal zeigen. So ungefähr sah das andere Teil aus, bloß halt ein Stückchen länger. Sehr, sehr weiches Holz. Da haben wir noch so wie Bauklötzer, wie wir früher hatten, haben wir bekommen. Pappe brauchen wir noch nicht. Und dann haben wir noch so eine schmale Holzplatte. Die ist ein Stückchen kürzer und ein Stückchen dünner. Die haben wir bekommen. So, schauen wir mal ins Heft rein. So, jetzt geht es um die italienische Militärfliegerei. Jetzt geht es um André F. W. Wie wird da ausgesprochen? BA Kamp Protektor. Proktor, okay. So, das Ende des deutschen Ostasien. Was? Geschwaders, okay. Schweres Wort. Es geht weiter um den Ersten Weltkrieg. Die Ruderflächen. Oh, da seht ihr einen roten Baron schon in der Luft. Sehr geil. So, hier können wir sogar noch was am Modell machen. Aber schwierig, da das Modell ja trocknet. Aber wir können ja schon mal reingucken. Wir können ja auch mal gucken, was wir hier so zu tun haben. Aber durch die Klemmen wird das sehr schlecht. Also auf jeden Fall Bauteil 2, der Kleine. Der muss dann vorne angesetzt werden und muss markiert werden in der rechten Dingsposition. Ah, dazu brauchen wir weitere Schablonen aus der Ausgabe 14. Die werde ich dann natürlich mal raussuchen. So, dann wird hier wieder markiert, verstärkt. Dann wird da ausgeschnitten, geklebt. Oh, geklebt. Ja, wieder ausgeschnitten, ausgeschnitten, ausgeschnitten. Okay. Also nichts, was ich jetzt machen könnte. Ich könnte es zwar ausschneiden, aber da habe ich das Modell nicht als Schablone. Also bekomme ich das jetzt nicht wirklich hin. Da muss erst das Modell etwas trocknen.
Das kriege ich nicht angezeichnet, weil das Modell gerade trocknet. Da muss angezeichnet werden, da eingeklebt werden. Gut, bei der dünnen Platte können wir jetzt, könnten wir messen und die zurechtschneiden. Aber ob das jetzt so interessant für euch ist, weiß ich nicht. Nee, das lassen wir noch. Ich würde sagen, wir warten mal, bis das Modell getrocknet ist. Wir haben es jetzt Dienstag, ich glaube 1 Uhr noch was, keine Ahnung. Ja, wir lassen das Modell erstmal trocknen und ich melde mich morgen früh zurück. Da ist das Modell getrocknet und wir können hier weiter basteln. So, meine Lieben, ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Oder eher nur ein neuer Cent. So, ich habe mir die Schablone hier rausgesucht, die wir jetzt hier brauchen für die nächste Ausgabe. Und die müssen wir natürlich auch ausschneiden und auf das Stück Papier bringen. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal eine kleine Zeitraffer. Ich schneide die aus und bringe die hier drauf, male die nach und wir schneiden sie als nächstes aus. Bis gleich, seid gespannt. So, meine Lieben, die Schablone hatte ich ja jetzt ausgeschnitten, wie ihr gesehen habt. Und habe sie hier auf das Holz übertragen. Da seht ihr es, AA und in der Mitte ist das B. Und die müssen natürlich auch ausgeschnitten werden. Dadurch, dass das hier so Balsaholz ist, ist es sehr, sehr, sagt man, geschmeidig. Das geht sogar mit dem Cutter. Wenn wir da ein paar Mal hier lang gehen, schneidet sich das fast von selbst. Da brauchen wir keine Schere, keine Säge, kein gar nichts. Das geht wie von selbst geht das. Und da haben wir schon das erste Stückchen hier zum Beispiel mit einem A. Hier ist gleich das B. Und das will natürlich alles in Form ausgeschnitten werden. Und was dann, sag ich mal, noch nicht so passt, das wird dann eh abgeschliffen. Wichtig ist halt bloß, dass die geraden Flächen erstmal passen, der Rest wird dann eh geschliffen. Da können wir hier so lang gehen. Schön an der Linie entlang, da wo wir praktisch ausschneiden wollen. Da gehen wir lang und dann können wir das Ganze auch ausschneiden. Es geht aber auch mit einer Säge. Ach, hier habe ich sie. Man kann es einfach mal probieren. Gerade an den Seiten können wir auch eine Säge ansetzen und das würde genauso funktionieren. So zum Beispiel. Aber das Holz ist, wie gesagt, so dünne, das ist so, naja, es geht auch mit dem Messer. Also ich schneide die drei Teile mal
aus und wir sehen uns gleich wieder. So. So, ihr Lieben, einige Zeit später ist es vollbracht. Wir haben jetzt die Formen aus dem Holz getrennt, geschnitten, wie es sein soll. So, erster Schritt. Mal gucken, wie es jetzt in der Bauanleitung weitergeht. So, jetzt auf jeden Fall brauchen wir unser Modell. Sollte ja von gestern getrocknet sein. Hier die ganzen Klemmen abmachen. Weil die werden wir dann ja auch wieder gleich brauchen. Schauen wir mal. Wir entfernen erst einmal die Klemmen. So, und hole euch natürlich mal ein Stückchen höher, damit ihr auch natürlich was sehen könnt. So, ihr Lieben, gestern waren wir ja so weit gekommen, dass wir hier das Stückchen angeklebt haben und da soll es jetzt natürlich auch weitergehen. Wir sollen uns das kleine oder das lange, das kleine Teil nehmen. Sollen uns hier auf die Seite legen, wie es passt. Und sollen es hier dahinter anzeichnen. Nach der Flucht. Und dann natürlich auch ausschneiden, so wie ich das sehe. Also machen wir hier mal einen Strich. Und schneiden erstmal schnell aus. Ja, wunderbar. Sieht gut aus. So, als nächstes. Beschreiben Sie das kürzere Teil an der markierten Stelle mit Leim. Legen Sie es an dem Rumpf, sodass es mit der Vorderseite am Spand 1 anstößt. Und seine Längsseite gerade an die Wand anschließt. Dann machen wir das. Wir sollen uns Leim nehmen. Hier ein bisschen dran an die Seite, wo es drauf kommt. Da. Dann verläuft das ja nach hier. Und soll hier ansetzen. So. Legen das Teil hier drauf, so wie es passt. Schön mit der Oberseite gerade. So. Und fixiere das mal mit zwei Klemmen. Eins. Zwei. Oh ja, es gehen bestimmt auch drei. So. Dann haben wir das zuerst. Einmal den überschüssigen Leim hier gleich mal abmachen, weil ich ihn gerade sehe. Seite, einmal hinten und einmal auf der unteren Seite. Ja, haben wir erledigt. Das ist halt auch so ein Thema Holzmodelle, die müssen natürlich auch trocknen. So, das zweite Teilstück der Leiste. Wird zwischen Spanten 1 und Spante 2 eingesetzt. Legen Sie das oberhalb der leimten Teilstücks an und zeichnen Sie die Strichlinie unmittelbar vor Spante 2 an. Okay,
Das ist natürlich doof, weil jetzt hier die Zangen sind. Machen wir sie mal kurz ab. So, dann sollen wir das Stückchen hier nehmen und sollen das hier ansetzen. Möglichst gerade. Und sollen dann einen Strich machen, wie es hier ein abschließt. Praktisch, damit das dann hier so reinpasst. So lange mache ich dann die Zangen mal wieder hier dran. Damit das noch in Ruhe trocknen kann. Nebenbei. Mache hier eine gerade Linie. Und schneide noch das Stückchen Holz hier ab. Hier muss ich mal ein kleines Stückchen abfeilen. Aber nur minimal. So, und dann schauen wir doch mal, ob das Ganze hier reinpasst. Nehmen wir die Klemmen hier ab, die wir da reingenommen haben. Und gucken mal, und das passt perfekt rein. Und soll damit angeklebt werden. So schräg, wie ich das sehe. Muss ich mal gucken, ob das hier so passt. Ah, okay, ja, das passt. Und so soll das Ganze mit dran geklebt werden. Also, wir nehmen uns mal den Leim, machen auf der Unterseite links und auf der Oberseite rechts Kleber dran. Führen mal das Teilstück hier so rein. Links und rechts passt. So, und machen das Ganze natürlich auch fest zum Trocknen. Ja. Hinten und vorne jeweils das zusammen. Und brauche auch meine Zangen hier und ich vergesse, aber jetzt komme ich da nicht mehr durch. Schade eigentlich. Um es festzuhalten. Naja, es wird schon trocknen, denke ich mir. Gut. Stellen wir erstmal wieder an der Seite zum Trocknen. Und gucken mal weiter in die Bauanleitung. Da haben wir ja gestern auch noch so eine Platte bekommen. Und die soll auch zurechtgeschnitten werden. So. 50 mm brauchen wir hier. Also praktisch das Stückchen genau teilen. Gucken wir mal. Müsste 10 cm sein. Jawohl. Also machen wir hier mal einen Strich bei 5. Haben wir. Und dann 95 cm. Also 9,5 haben wir. So. Jetzt können wir ja so machen. 9,5
hier. Zehn Zentimeter ist die 5. Ja. So. Dann können wir die Striche verbinden. Dass eine Tabelle entsteht. Wie damals in der Schule. Sieht dann so aus. Und das soll natürlich jetzt ausgesägt werden. Das erste Stückchen ab. Schöne Sauerei ergibt das. Und die zwei Plättchen natürlich auch mit jeweils 50. Mit jeweils 5 Zentimetern. Jawohl, so. Da lohnt sich doch Staubsaugen. Und das Ganze tue ich natürlich entgraten. Gibt so ein schönes Sprichwort, wo gehobelt wird, fallen Späne. Bei Holzmodell natürlich ein paar mehr. So, haben wir erledigt. So. Mal kurz lesen hier. Nach dem Zuschnitt nehmen Sie den Rumpfzahn und bestreichen die in den abgebildeten gezeichneten Seitenwand mit Leim. Achten Sie darauf, den Leim nur mit einer Schlangenlinie markierten Bereich auf dem Bereich von den mehr als 50 mm anzubringen. Okay. Okay. Also, man nehme einmal den Rumpf. Und hier soll jetzt Leim angebracht werden. In Schlängelinie. Also das Bild zeigt ungefähr hier. Sollen wir jetzt mit Schlängelinien Kleber auftragen. Ja, haben wir. Und dann kommt einer von den Zuschnitten hier drauf. Genau so. Das Ende hier hinten dran. So. Und auf der Linie entlang. So. Also so. Natürlich schön
zu zeigen. Nee, ist es nicht. Wenn ich ja die Klammer drauf mache, verrutscht das nämlich auch noch. Also da müsst ihr schälen. Schön vorsichtig, dass er hier nicht verrutscht. Dann gleich nachher den überschüssigen Kleber entfernen. Das halt so andrücken oder schräg anbringen. Ja. Die Klammern etwas schräg anbringen, weil sonst kriegen wir die Platte nicht fest fixiert. Genau, so dass es praktisch auf die Stege da hinten drückt und nicht aufs Holz selber. Okay, aber machbar. Hier natürlich achten, dass es eine Linie ergibt. So, erledigt. Dann kürzen Sie das Bauteil 1 dieser Ausgabe um die Hälfte und bestreichen Sie die Längsseite mit Leim. Was ist das hier um die Hälfte? Kürzen Sie Bauteil 1 dieser Ausgaben um die Hälfte. Diese legen Sie bündig mit dem Oberteil der Oberseite des Seitenteils an. Das hintere Leistenende rundet auf den Schritt 7 angebrachten Plattenstück. Fixieren Sie die Leisten mit Klammern. Wieso soll ich das dann aber um die Hälfte kürzen? So Käse. Nee, mache ich nicht. Ich tue das hier so bündig anlegen und dann tue ich das nicht kürzen um die Hälfte, sondern bloß um das kleine Stückchen, was hier hinten übersteht. Ein Käse. Kürzen Sie es um die Hälfte. Warum soll ich es um die Hälfte kürzen? Da passt das ja auch nicht mehr. Bestimmt vorschrieben. Naja, ist ja auch wurscht. Gut, wir kürzen das mal Ding um mal der Hälfte. Die Hälfte. Natürlich um die Hälfte, natürlich. Nee. Da haben sie sich bestimmt frisch verschrieben. Weil wenn ich das hier um die Hälfte kürze, das Teil, was wir jetzt hier gekriegt haben, die sollten das dann noch hier hinpassen und bündig da abschließen. Das funktioniert nicht. Also machen wir es auch nicht. Aber was wir jetzt machen, wir nehmen unseren Leim. Machen hier so eine kleine Wurst. Eine kleine Leimwurst. Und zwar bis hier hin ungefähr. Und hier dran natürlich. Hier noch ein bisschen. Und hier noch ein bisschen. So. Setzen das Teil hier an.
und fixieren es, wie in der Anleitung beschrieben, mit Klammern. Natürlich, wenn es schön bündig ist. Also, hier eine dran. Da eine dran. Ja, jetzt wird das Teil hier getrocknet sein. Also. Da eine dran. Vorne eine dran. Und jeweils hier in den Mitten eine dran. So, dass die Seite schon mal so aussieht und verstärkt ist. Da haben wir vorne ja die zwei anderen Teile. Und da in der Mitte das große Stückchen und da oben die Leiste. Also dass wir die ganze Seite schon mal verstärkt haben. Legen wir erstmal an die Seite, damit es etwas trocknen können. So, jetzt in der Bauphase steht, dass wir die Dinger hier ausschneiden sollen. Haben wir ja schon vorbereitet. Und die sollen vorne noch mit angebracht werden. So wie ich das sehe. Ah, und dann kommt sogar noch S-Stäbchen zum Einsatz. Die sollen mit an die Seite des Modells. Nehmen Sie nun ein 4x4 mm Leistenstück zur Hand. Schneiden Sie die Länge von 95 mm. Okay. Also, jetzt erst einmal hier vorne. Das andere kann ja in Ruhe trocknen. Auf jeden Fall sehen wir Teil B soll hier dran. Und jeweils Teil A kommt hier rechts und links dran. Und das machen wir jetzt natürlich mal, wie ich das am besten mache, damit ihr auch was seht. Ich nehme hier Teil A, kleistere hier mal was drauf. Und bringe das hier an. So. Ungefähr. Jetzt gehen mir aber die Klammern aus. Das ist auch nicht schlimm. Ich denke doch, für das große Teil können wir auch große Klammern nehmen. Erstmal so fixieren und dann können wir es immer noch so in Position schieben, wie man es braucht. Unten bündig. Und so. Da ja viel Platz ist, können wir auch zwei große Klammern verwenden. Eine unten, eine oben. Das reicht doch dran, da brauchen wir nicht die kleinen. Auf jeden Fall muss es unten in einer Flucht sein, dass es gerade ist. So sieht das gut aus. Oben noch ein Stückchen rein. So sieht das sehr gut aus. Das Gute ist ja, man kann es immer noch ein Stückchen verschieben. So, dasselbe natürlich mit der anderen Seite und mit oben. B kommt dann praktisch hier dran. Und das andere A-Stück kommt auf die andere Seite. Aber hier wird, denke ich mal, die große Klammer nicht reinpassen. Ne, natürlich nicht. Da nehmen wir dann kleine. Gut, wir haben ja noch die hier zur Not. Wir haben nur noch ein paar. Ne, leider nicht. Gut, die lassen wir aber dran. Dann bestreichen wir mal das Teilstück B. Und sollen das hier oben bündig anbringen.
Ja, oder? Die Klappen reichen, ne? Ja. So, wie gesagt, da soll es abschließen. Und auf die Rundung müssen wir aufpassen. So, aber das Ganze kann ich ja dann noch hinter der Kamera machen. So, haben wir erledigt. Und ja, natürlich noch Bauteil A von der anderen Seite. Und das kommt mit auf die rechte Seite. Große Zange hier dran. Noch eine. Ich glaube, die habe ich unten. Naja, ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch die Zangen. Mit Position. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier so aussieht. Also unten auf jeden Fall wieder bündig schieben. Das doch gut aus. Und schon haben wir das ganze Stückchen vorne verstärkt, wie ihr seht. So, haben wir getan. Ich glaube, das Ganze lassen wir jetzt trocknen. Wir stellen es erstmal an die Seite. Es wird jetzt ein bisschen schwierig zu zeigen. Ja. Auf jeden Fall, wir können uns noch so eine Leiste hier nehmen und sollen die auf 95 mm zuschneiden. Also 9,5 cm. Und machen hier einen Strich. Na, hier. Schneiden das Teil zu. Tja, und das werden wir alles, denke ich mal, in den nächsten zwei Ausgaben machen. So, ihr Lieben, Bauphasen 11 und 12 sind soweit erstmal abgeschlossen, weil wir haben jetzt hier die Seite ringsum verstärkt. Und vorne natürlich unsere Verstärkung angebracht. Und das, würde ich sagen, lasse ich jetzt erstmal schön zwei Tage durchtrocknen. Aber wir wollen ja auch Videos produzieren, also machen wir erstmal die zwei Ausgaben und wir machen dann in der nächsten Ausgabe Bauphase 13 und 14. Da werden unter anderem die Leisten mit angeklebt. Und hier an die Seite angebracht werden, so wie hier oben zum Beispiel, werden die dann hier an die Seite noch gesteckt. Aber da jetzt die Klammern sind zum Trocknen, machen wir das alles, denke ich mal, in den nächsten zwei Bauphasen. Dann kommt dann auch die andere Seite dran, wo ich dann schon vorbereitet hatte. Und ja, das soll es aber erstmal für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich werde ein bisschen Staubwischen, aussaugen und ja, schaut gerne wieder rein, bleibt gesund, ja, und mir bleibt nichts anderes zu sagen als tschüss, bis zum nächsten Mal.